Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Grounded. So, wir haben es jetzt 12:47. Das heißt, wir haben ja quasi Spielzeit, noch eine Dreiviertelstunde Zeit. Ich wollte einmal ganz schnell hier, ich habe ein bisschen was angezeichnet, den Aufgang nur verschönern und dann machen wir uns direkt auf dem Weg zum Sandkasten, um den Schlüssel zu holen für die Schatzkiste an der Sandburg. So, ich hoffe natürlich auch, dass ich die richtige Uhrzeit habe. Und nicht, dass es 15:30 Uhr ist oder es könnte halt auch 15:30 Uhr gewesen sein, ne? Also es war ja nicht eindeutig mit dem Zeiger, sage ich jetzt mal. So. Und ich dachte, weil die Zeit schon so dicht dran ist, ich kann ja gleich noch weiterbauen, aber immer die Uhrzeit im Auge behalten. Damit wir die Stelle nicht verpassen, wenn wir uns den Schlüssel holen. Oh, da hinten ist auch noch ein Stück Holz. Ja, du wirst ja nicht vergessen, ne? Wir nehmen dich mal mit. Ich habe jetzt natürlich die falsche Rüstung an, um zu bauen. Ich habe immer noch die schwarze Ameisenrüstung an. Besser wäre die rote. So, aber für das bisschen, wir kommen zurecht, ne? So, jetzt würde ich denen die Säulen vielleicht noch grün verkleiden, dass das hier einheitlich aussieht. Und links habe ich nochmal eben so eine Stütze hingebaut. Ja, weiß ich noch nicht. Vielleicht reiße ich die auch wieder ab. Gefällt mir nicht ganz so. Vielleicht arbeite ich hier nochmal so ein Stück rüber im unteren Bereich. Einfach nur, um das so ein bisschen, das Gesamtbild etwas aufzulockern, ne? So, wir haben es jetzt 13:30 Uhr. Ah, der Moment der Wahrheit rückt immer näher. So, kann jeden Moment losgehen. Dann müssen wir zum Sandkasten sprinten. Die Schaufel habe ich auf jeden Fall dabei. Schon mal viel wert. Nee, Quatsch. Warte mal. Ich muss ja von oben anfangen, in dem Fall. So, so. Weil sonst hätte ich so ein kleines Stück frei oben. Wollen wir nochmal Rasen holen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, und jetzt zweimal Rasen, einmal Stängel, das passt ja genau. Also dreimal Stängel. Ein Schwung meine ich damit. Ein Schwung Stängel. So. Wunderbar. Sieht das doch, also für so einen Treppenaufgang und so eine kleine Lounge, so ein minimalistischer Zeltplatz, den wir uns ja errichten wollten, ne? Ja, ist hinnehmbar, oder? Ist jetzt nichts Besonderes. Ist jetzt hinnehmbar, wir können damit leben. So, die Zeit. 14:45 Uhr. Oh, wir müssen los. Die Zeit rennt in dem Spiel, das ist der Wahnsinn. So, es könnte 14:30 Uhr sein, es könnte auch 15:30 Uhr sein. Wir laufen gleich querfeldein. Wir müssen uns nur einmal schnell umziehen. Und den setzen wir noch auf. Oh, rein ins Getümmel. Jetzt dürfen wir uns bloß nicht irgendwie von irgendwas aufhalten lassen. Die Zeit ist tatsächlich schon knapp. Wir hätten vielleicht ein bisschen so ein Minütchen früher herkommen sollen. Nein. Nee. Wie viel Zeit haben wir denn noch? 38. Sag mir jetzt nicht, wir sind zu spät. Vielleicht ist er auch weiter hier, ne? Der Schatten wandert ja noch. Vielleicht ist es ja auch 3:30 Uhr. Aber es sieht aktuell nicht gut aus. Wie spät haben wir es denn? Ja gut, es ist ja gleich 3:30 Uhr. Wir probieren es einfach ein bisschen weiter. So, wir können mal gucken, wo ist der... Was ist das? Aber ich kann es nicht abbauen. So, ich möchte den immer so ein bisschen im Auge behalten.
Nee. Leider noch nicht. Leider noch nicht. So, 15.09 Uhr. Es liegt ja noch im Bereich des Möglichen, ne? Es könnte ja 5.30 Uhr, 15.30 Uhr sein. Oh. Aha. Vergrabener Schatz. Schau mal einer an. Wir haben den Schlüssel gefunden. Das ist der Schlüssel. Den brauchen wir für die Schatzkiste. So, nichts wie los. Die Schatzkiste holen wir uns noch. Und dann gehen wir zu Burke. Ne, da kriegt Burke eine ordentliche Ausbeute von uns. Zwei Chips und ein Schatz. Wenn der Schatz denn wirklich für Burke ist. Ich hatte schon ein bisschen Bammel, wenn das jetzt doch die blaue Schaufel gewesen wäre. Aber denn, nee, das hätte mit dem Schatten nicht gepasst, ne? So, hier war übrigens nochmal... Ich war ja den einen Tag hier eingesperrt im Burggraben. Hier ist Science drinne, unterm Eimer. Kann man sich natürlich noch wegholen. So, jetzt wollen wir aber erstmal zum Schatz. Was eine Ausbeute. Da sind noch drei super Folgen gewesen jetzt. Einmal der große Kampf, ja, oder vier. Wir haben ja das Ameisenlabor. Kleinen Moment. Okay. Ein Milchmolar und ein Zettel. Eine Notiz über die Herstellung einer besonders tödlichen Waffe. Die nehme ich gerne mit. Die nehme ich sehr gerne mit. So. Dann können wir uns jetzt auch auf den Weg zu Burke machen. Durchdrängtes Rezept. Na, ja, also nichts für Burke, ist sogar was für uns. Das ist auch sehr schön. Bin ich ja mal gespannt, was für eine Waffe wir jetzt haben. Kann ich das schon sehen? Minzkeule hatten wir schon. Salzmorgenstern. Das war jetzt das Rezept, ne? Salzige Batzen, Kaugummistückchen und zähe Schmiere. Okay, zähe Schmiere kriege ich aus dem oberen Garten. Gut, da war ich ja noch gar nicht. Das heißt, der Salzstern muss noch eine Weile warten. Ein gutes Stück. Wir müssen ja die Mixer noch machen, die sich hier in den Bereichen befinden, den im Sandkasten, den hinten bei unserer Basis. Am Heckenlabor ist auch noch ein Mixer. Ja. Aber dann waren das doch ein paar super Folgen die letzten Tage. Wir haben jetzt das Ameisenlabor erkundet. Wir haben diese Röhre hier erkundet. Wir haben so einen kleinen Roboter-Endgegner gehabt. Den Schatz haben wir geplündert. Plus Schlüsselsuche. Also, Schatzsuche. Das sind doch sehr, sehr schöne, spannende Folgen gewesen. Wo war das? Ist der unterm Hotdog? Ah ne, da hinten. Ne, es sind zwei. Können die hier hoch eigentlich? Ne. Hier können die sich nicht rausbuddeln. Ach, die haben sich mit der Ameise. Ob ich hier ganz unauffällig so kackenfrech den Hotdog abbauen kann, ohne dass mich einer mitbekommt. Die hat halt keine Chance, ne? Die hat keine Chance gehabt. Auch nicht so. Au, oh Gott, die kommen den Hotdog hoch. Ja, mein Säbel ist halt nicht mehr der beste, ne? Der ist nicht mehr in einem akkuraten Zustand. Au. So, erstmal muss ich euch beide auf eine Seite kriegen. Das haben wir geschafft. Oh, den haben wir auch noch gerade so geblockt.
ganzen Kämpfe, die wir jetzt hatten, ne? Also es ist ja nicht ohne hier im Sandkasten. Oh mein Gott. Das war knapp. Aber wir sind hier gestunt. Ja, Kollege, da warst du ein bisschen weit weg. Aber du kriegst gleich nochmal eine Chance. Oh! Wie ist denn der nach da hinten gekommen? Oder habe ich jetzt die drei? Nee. Sind immer noch zwei? Ah, die kriegen wir weg. So, den haben wir geblockt. Der andere ist ein bisschen langsam. Aua! Autsch, okay. Meine Gesundheit ist kritisch. Ich muss einmal gegenheilen. Das war knapp. Nein, 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 nein. Jetzt haben wir drei. Das gefällt mir gar nicht. Okay, wir haben wieder zwei. Oh, oh Gott. Ich muss irgendwie... Okay, das heilt mich gut. Oh, 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 oh. Schild, 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 Schild. Oh, das war knapp. Oh nein, komm schon. Haben wir schon wieder zwei. Oh, der Kampf wird nicht ohne. Also insgesamt vier jetzt. Fünf. Oh mein Gott. Hier sind die Beine. Komm, steh auf. Oh mein Gott. Das ist ja der reinste Kampf hier. Okay. Autsch. Autsch. Ich muss gleich nochmal Schokolade zu mir nehmen. Okay, kleinen Moment. Au, oh, nein, 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 nein. Ah. Okay, einmal ein bisschen rumtänzeln. Au, oh, den haben wir doch gleich. Autsch. Oh Gott. Oh mein Gott. Meine ganze Schokolade ist nicht weg. Aua. Au, was ist das denn? Sind die einmal um mich rum? So, jetzt haben wir nur noch den einen hier. Den kriegen wir weg. Ach, ich habe gar keine Waffe mehr. Ich schlag den die ganze Zeit mit der Faust. Das erklärt auch, warum ich so lange brauche. Ja, Moment. Ja. Und. So. So. Die letzten Schläge noch mit der Axt gemacht. Eins, zwei, drei. Oh, der letzte ist schon despawned. Ne, hier ist noch einer. Vier. Vier Stück haben wir gehabt. Meine Güte. Und ich nehme auch noch mit. Und den Hotdog bauen wir noch ab. Ich glaube, die Nahrung können wir jetzt gut gebrauchen. So. Restlos verwertet. Wo ist er? Da. Und hier ist noch. Da. So. Achso, hier liegt auch noch was. Dann haben wir jetzt alles, ne? Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ey, hier hast du spannende Kämpfe in den Sandkästen. Auch nicht gerade einfach, weil es halt wie eben gerade, ja? Aus 1 wird 2 und dann hast du 3, plötzlich sind es 4. Ja, war schon nicht ohne. Der Degen ist hinüber. Ich habe das in dem ganzen Stress gar nicht gemerkt. Ich habe den ja die ganze Zeit mit der Faust geschlagen. Das hat ihn aber nicht sonderlich beeindruckt, ne?
So, dann rutschen wir jetzt einmal. Wir gehen einmal rüber zum Picknicktisch. Von dort aus zur Seilbahn. Gucken nochmal in die Forschungsstation, ob ich noch irgendwas habe. Klar, ich habe noch was. Moment, das nehmen wir gleich mit. Das haben wir hier reingepackt, ne? Erstmal, das nehmen wir mit für die Basis. So, das war's mit dem Korb. Dann gehen wir einmal hier rüber. Nehmen noch das, das und das mit. Die müssen wir noch untersuchen. Und den, ja gut, den haben wir jetzt schon eingepackt, aber dann haben wir das zusammen. Ja, puh. Weiß ich noch nicht, was wir damit machen. Das können wir aber noch mit in eine Basis nehmen. Das können wir, ah, das nehmen wir mit rüber, ne? Und jetzt sind wir vollgepackt. Dürfen wir bloß nicht sterben. Ist alles wieder weg. So, eine butterweiche Landung. Da freut sich der Kleine doch. Der kleine Max. So, jetzt muss ich erstmal die Schaufel hier im Dunkeln finden. Habe ich eine Fackel? Ja, tatsächlich. So, die Schaufel brauche ich erstmal nicht. So, hier können wir uns nochmal Wasser stibitzen. So. Und hier ist doch auch schon die Schaufel, ne? Wunderbar. Wenn ich hier schon länger nicht mehr gesehen habe, ist der Bombardierkäfer, den wir für unseren Hut platt gemacht haben. Für unseren kleinen Sombrero. Aber ich höre ihn gerade. Ah, da ist er. Er ist wieder da. Hat uns verziehen. Alles ist wieder gut. So. Ja, jetzt müssen wir einmal zu der kleinen Forschungsstation. Einmal hier die Treppe hoch. Die müsste ich auch mal reparieren. So. Dann wollen wir mal analysieren. Also wir haben ein würziges Stück gefunden. Ist sehr selten. Da können wir den scharfen Pfeil draus machen. Ich dachte, ich kann den aus den Peperonis machen. Obwohl, das sind, glaube ich, die Peperonis, ne? So, Level 10, neue Rezepte freigeschaltet, aber das können wir halt alle schon. Ich hätte mal viel mehr auf XP gehen sollen, damit ich level. Dann wäre ich wahrscheinlich schon viel weiter mit Waffen und Ausrüstung. Aber ich baue halt so unglaublich gerne in dem Spiel. So, den nehmen wir uns nochmal mit. Wer ist nicht dran, ne? Dann können wir hier noch einmal schauen, ist hier noch ein Stück Salz für uns? Nee, auch wieder nur ein Keks. Nee, Billy Hawk Happen. Ist jedes Mal was anderes, ne? Bis auf der Apfelbrocken, der war letztes Mal schon. So, hier muss ich auch mal irgendwie so eine kleine Treppe ranmachen, damit man hier nicht immer gegen das Dach springt. This is awesome! Und jetzt könnt ihr gleich was richtig Geniales sehen. Wenn wir hier nämlich dran vorbeisegeln. Ah. Die Glühwürmchen. Das sieht halt aus, als ob die extra für uns anfangen zu leuchten, ne? Du fährst die Seilrutsche los, alles ist dunkel, aber sobald wir in der Nähe sind, fangen die an zu leuchten. Na, krieg ich dich? Hm? Ja. Den haben wir. So, ich habe aber gar nichts hier, wo ich bauen möchte und die Lager sind... Voll. Weg damit. So. Denn eben nicht. Gut, was wollen wir denn einmal machen? Wir können einmal unsere Sachen ausziehen. Eigentlich hätte ich den... Ich hätte die Sachen am Sandkasten lassen sollen, falls ich in den Sandkasten muss, dass die Klamotten da sind. Hm. Na gut. Wir können aber die Rüstung... Wobei, ich könnte auch mehr Puppen bauen, ne? Dann brauche ich nicht immer in die Boxen gucken. Dann können wir uns einfach an die Puppe stellen. War das nicht, dass man auch schnell wechseln kann? Rüstung tauschen. Genau. Ja, ich müsste... Eigentlich brauche ich noch so eine Puppen. Wo ist denn da? So.
Machen wir erstmal nur 3 Stück, ne? So, da brauchen wir Sprössling und Ton für. Aber wir wollten ja eigentlich zu Burg. Jetzt fange ich hier schon wieder das Bauen an. Ah, es tut mir leid. Ich kann es einfach nicht lassen. So. Das machen wir aber noch kurz fertig. Dann kann da die schwarze Ameisenrüstung hin. Auf dem anderen kommt hier erstmal die... also wir ziehen gleich wieder die rote an. So. Ach, ich habe ja noch die Schuhe. Die habe ich ja noch an, ne? Hier den Beinpanzer. So, also das muss ja schon vollständig sein. Leider ein bisschen beschädigt. So. Und den Rest muss ich auch ausziehen. Also das weg, das weg. Ist auch schon beschädigt. Oh, schade, schade. Gut, und wenn ich jetzt den nehme... Aber er zieht ihn nicht direkt an. Oder, warte mal. Tauschen, abholen. Ne, zieht er nicht direkt an, ne? Na gut. Dann ist das eben so, dann muss ich ihn noch einmal anziehen. Nur... Wo ist sie hin? Aha. Gut. Oh, wie neu, kaum getragen. So, dann füllen wir noch einmal schnell die Flasche auf, bevor wir das vergessen. So. Haben wir hier noch was zu essen? Nee. Habe ich hier noch was zu essen? Die Schokolade, die können wir einmal aussortieren. Achso, wir müssen ja die Kiste noch aussortieren. Ja. Wie lagern wir am besten ein jetzt? Ich würde sagen, hier kommen die Sachen mit bei, ne? So, das kommt da rüber. Der kommt da auch mit rein. Die packe ich erstmal nach rechts, weil ich noch nicht genau weiß, wie ich das machen möchte. Ist ja eigentlich für Waffen. Aber es kann natürlich sein, dass wir noch mehr damit machen können. So, jetzt hätten wir hier noch... Haben wir noch was Wertvolles? Nee. Dann gehen wir noch einmal an die Futtertruhe. So, da können wir noch die Wurst einlagern. Kann ich nur auf 4 stacken. Der Apfel, das können wir noch stacken. Ja, hiermit weiß ich auch noch nicht wirklich, was anzufangen. Kaugummi ist auch Nahrung, ne? Packen wir jetzt zum Salz. Das ist auch, obwohl... So. Das sind ja Sachen, die werden wir eher selten bis so gut wie gar nicht kriegen. Deswegen würde ich sagen, das lassen wir so. Das können wir mit einlagern. Das Fleisch lagere ich auch mal mit ein. Ist zwar verdorben, aber ich weiß nicht, ob mir das was bringt. Der Pilzbrei, ne? Der Pilzbrei. Ich habe gedacht, das ist Essen und stand vorhin ein bisschen doof da. So. Wenn ich jetzt... Ne, warte, da muss ich ja hier rauf gehen. Ich kann Pilzbrei machen. Die haben ein Rezept dafür. Aber wenn ich den Pilzbrei jetzt nehme... Nein, das wollte ich gar nicht. Wo ist denn der jetzt hin? It's no lemon crime, but it's better than nothing. Also jetzt mal ohne Witz, wo ist der hin? Ah, hier. Ich habe den analysiert, aber ich weiß nicht, was ich damit machen kann. Also ich habe den hier. Ich bin mir auch nicht sicher, wo ich das nachlesen kann. Ich
pack den erstmal hier mit rein, weil ich nicht weiß, was genau ich damit mache. Und der ist wieder weg. Achso, weil ich ihn in der Hand habe. So. Jetzt geht's. So, den einmal hier rüber. Tut mir leid, dass ich mich gerade so ein bisschen doof anstelle. So. Leichenteile. Packen wir das noch mit rein. Den noch mit rein. Der kommt hier unten noch dazu. Bratwumms können wir auch noch. Oh. So. Und den Bratwumms, der kommt ins Kriegergut. Packen wir erstmal damit zu, ne? Dann denke ich, sind wir doch fürs Erste gut leer. Damit wir hier nicht unnötig Platz verschwenden. Dann könnten wir doch gleich mal zu Burg gehen. So, es wird eine etwas längere Folge. Denn ich möchte keine extra Folge machen, wo wir Burg den Chip geben. Wir bringen Burg beide Chips. Gucken, was wir dafür für coole Möglichkeiten bekommen. Und dann entscheiden wir, wie es weitergeht. So, andererseits, wir müssen ja auch noch den Mixer machen. Also ich würde sagen, wir fangen jetzt demnächst mit den Mixern an. Aber ich würde die Mixer höchstwahrscheinlich alle einbauen. Einfach nur, weil es leichter ist. Und ich nicht genau weiß, welche Tiere bei welchem Mixer kommen. Boah, ich habe gerade Lecks des Todes gehabt. Was war das denn? Das hatte ich ja noch gar nicht hier. So, jetzt müssen wir einmal zum Berg. Wo ist denn der Baum? Da ist der Baum. Dann machen wir doch einmal einen Baum. Punkt. So. Das erleichtert uns jetzt erheblich den Weg. Da ist Trinken runtergefallen. Oh, er gibt uns zumindest ein bisschen Nahrung, ne? Oh, einmal hier durch. Wir hätten jetzt auch hier schön noch abholzen können unterwegs. Ein bisschen Material sammeln, Baumaterial. Das Coole ist, je weiter man in einem Spiel kommt, desto mehr Möglichkeiten hat man. Ne? Man hat mehr Möglichkeiten, Waffen zu machen. Bestimmte Waffen für bestimmte Tiere in dem Fall hier. Man hat bautechnisch immer mehr Möglichkeiten, bessere Möglichkeiten. Aber je mehr man natürlich auch kann, desto mehr braucht man. Und desto mehr muss man auch sammeln. Und da ist natürlich dann immer das Problem, irgendwann übermannt es einen. Ne? Dann also was ich nicht mag, ist, wenn ein Spiel so ausartet, dass ich quasi nur noch am Sammeln bin. Nur noch am Farmen. Weil ich alles Mögliche brauche für jeden Kram. Ich hoffe, dass das hier nicht auch noch passiert. Aber bis jetzt ist ja alles human, ne? Aber man hat ordentlich Möglichkeiten. Also das muss man schon sagen. Man hat wesentlich viele Möglichkeiten, was man hier bauen möchte. Wie man bauen möchte. Ja, aber ich sag mal, man muss ja auch nicht alles bauen, ne? Man muss ja nicht alles haben. Man kann ja auch ein bisschen differenzieren. So, Burg! Ich bin mal wieder da. Ich habe mich ja lange nicht blicken lassen. Ich hoffe, Burg erkennt mich noch. Oder ist er ominent? Hier haben wir noch Seile. Ah, Burg. Doch, hier vorne, dachte ich es mir noch. Ich habe tatsächlich, ich war im Sandkasten und da war diese Ameisenhochburg, ja. 1000 Gefahren, Endgegner und so weiter. Und da habe ich ein super Schiff für dich gefunden. Dankeschön. Danke für deinen Optimismus mir gegenüber. Did the assistant to the manager give you any problems? Ja, also ich hatte so hier und da, aber eigentlich nicht. Kinderspiel, ne? Beim ersten Lauf platt gemacht. All of these great memories are coming back. Well, well, well. Some good news. A piece to the Ambigan cocktail recipe is, and I have some strange memory fragments of a Java-matic. Does that mean anything to you? A coffee maker. Interesting development. Although I cannot say I love the taste of coffee, and I certainly have. However,
We are making progress solving this mystery. But we are still not done. So, wir brauchen also immer noch ein Superschiff. Ist aber kein Problem, den werden wir auch noch finden. Ich habe ein Hilfsschiff gefunden, Burke. Ja, das ist sicher. Wenn, dann bringe ich auch was mit, ne? So, was kannst du mir dazu sagen? Hand it over and let us see. Much better. Check the ASL Terminal Science Shop for the new recipes. Ah, super. Dankeschön. Well, brave adventurer. Ja, lebe wohl, Burke. So, dann wollen wir gleich mal gucken. Mann, wir haben ja richtig eine Liste abgearbeitet, wa? Beschaffe den letzten Super... Es gibt nur noch einen für Burke, ein Superschiff. Wo kann der denn... Der da? Das ist ein verlorener Burke-Ship. Also den müssen wir so oder so auch noch holen. Aber wir haben keinen weiteren Superschiff auf der Karte, oder? Ist auch ein Burke-Ship. Also wir haben noch zwei Burke-Ships. Ach, hier. Hier ist noch ein Superschiff. Okay, den müssen wir auch noch holen. Und selbstverständlich müssen wir die beiden hier oben auch noch holen. Gut, dann wollen wir doch erstmal gucken. Wir haben jetzt, wir können die Molaren-Fusion verbessern. Wir haben zwei Milchmolare. Ich würde tatsächlich die Ausdauer einmal erhöhen. Und weniger Hunger und Durst oder lieber mehr Gesundheit. Mehr Gesundheit würde auch bedeuten, wir müssen ja mehr wiederherstellen. Das heißt, wir nehmen erstmal Hunger und Durst. Meine Hoffnung dahinter liegt, dass wir mit kleineren Nahrungseinheiten die Gesundheit schneller wieder aufbauen können. Aber wir haben natürlich auch noch zwei Mega-Milchmolare. So, Pfeilstapelgröße ist das Einzige, was wir noch nicht gemacht haben. Wir haben zwei. Das heißt, wir können die Verbrauchsgegenstand-Stapelgröße noch weiter erhöhen. Pfeilstapelgröße würde ich jetzt nicht als so wichtig empfinden. Deswegen nehmen wir die Rohstoffe. So, weil mit den Pfeilen kommen wir ja bis jetzt ganz gut klar. So, dann haben wir noch die Möglichkeit, neue Aufgaben anzunehmen. Kundschafter, schließe diese Wegmarkierung ab. Vogelbad Plateau. Ich würde sagen, die nehmen wir an. Herstellen Gasmaske. Ja, die nehmen wir an. Die würde ich auch... Mariengesichtspanzer schon wieder? Kann ich machen. Habe ich zwei. Stört mich nicht. Und die würde ich auch annehmen. Dann können wir da als den ersten Mixer machen. Dass wir sagen, wir beginnen mit denen. Und dann müssen wir eine Wegmarkierung auf der Vogeltränke platzieren. So, jetzt haben wir die Möglichkeiten. Also wir haben jetzt neue Aufgaben. Achso, wir können ja noch was hier. Wir haben 15.000. So, wir können erweiterte Schmiede machen. Ich benutze die Schmiede tatsächlich aktuell noch nicht mal. Warum sollte ich die denn jetzt schon... Gewürzte Klumpen. Mächtiger Klumpen. Verbesserung. Leimstampfer. Ja, ich... Also ich würde jetzt sagen, die Schmiede lassen wir erstmal noch außen vor, weil ich die ja bis dato noch gar nicht benutzt habe. Köder, Kochbuch, Sandkasten, Glühendes. Ja, Schilder sind jetzt nicht die oberste Priorität, wo es cool aussieht. Schwadenausstoßer. Verjage die Käfer mit einer Vielzahl von stinkenden Käferbrocken, die durch den Garten wehen. Unterschiedliche Stinkstoffe ziehen unterschiedliche Schwärme an. Ja. Gut, aber wenn ich jetzt Käfer verjage und das aber unterschiedliche Stinkstoffe ziehen unterschiedliche Schwärme an, heißt es doch, der Käfer ist weg, aber was anderes ist da, oder nicht? Leckereien, Schilder, Set, Essen und so. Eine Verbesserung für das Scanner-Modul des Gap, mit dem du Milchmolare in der Nähe entdecken kannst. Das wäre tatsächlich für mich interessant. Schwimmendes Fundament. Hätte ich auch Lust, auf dem Teich was zu bauen, aber bis jetzt nicht notwendig.
Faserverbandseffizienz. Eine Leiter wäre vielleicht auch praktisch. Die nehmen wir mal mit. So. Kieselfundament. Ah. Ich würde vielleicht noch das Pollengeschütz nehmen. So, und dann... Wo war denn der Skep hier? Den nehme ich mit. Und jetzt können wir noch eine Sache können wir noch uns noch ergattern. Oh, das ist so schwer. Wir haben halt so viele Möglichkeiten, ne? Komm. Faserverbandseffizienz. So, Wunderbärchen. Wie spät haben wir es denn jetzt? Wir haben es 5.12 Uhr, die Sonne geht gleich auf. Das heißt, es ist die Möglichkeit, oder es besteht die Möglichkeit, dass die Wolfsspinne hier vorne noch unterwegs ist. Neue Ideen, Leiter. So. Jetzt gehen wir noch einmal hier auf den Teich. Wir haben ja da auch noch eine Werkbank. Ich würde gerne mal gucken, was brauchen wir denn für die Leiter? Gegebenenfalls hilft die uns ja schon mit der Wegmarkierung für die Vogeltränke, ne? So, den nehmen wir gleich mit. Hier ist auch noch einer. So. Ah, ich springe hier einfach rein. Wenn der Koi jetzt kommt und mich frisst, dann war alles umsonst. So, was habe ich denn hier noch in den Kisten? Ah, hier habe ich ja auch noch so viel drin. Das müsste ich bei Gelegenheit mal alles in die Basis schleppen, ne? Unsere Wunderwaffe ist ja auch noch verrottetes Fleisch. Mh, lecker. Ja. Hier müsste mal aufgeräumt werden. So, jetzt möchte ich einmal wissen, die Leiter. Wenn ich die Leiter bauen möchte. Leiter. Kann ich ohne Werkbank bauen? Und ich brauche dafür Eiche Kappe und Unkrautstängel. So, die Stängel, die kriegen wir am Heckenlabyrinth. Oder am Heckenlabor. Ich sage ja mal Labyrinth. Die können wir uns da farmen. Die Eichelkappen allerdings müsste ich mitnehmen. Was brauche ich denn für eine Leiter? Zwei Stück und... Oh. Das ist jetzt... nicht besonders hoch, ne? Gut, vielleicht reicht es ja schon. Wir testen das aus. Ich würde sagen, ich fahre mal ein paar Eichelkappen. Dann gehen wir da als nächstes zu der Vogeltränke, machen die Wegmarkierung und den Mixer. Mal schauen, ob wir das beides in einer Folge hinkriegen. Genau, und dann haben wir nämlich die Wegmarkierung gleich abgearbeitet und den anderen Kram, den können wir machen, wenn wir in der Basis sind, ne? Wir haben ja alle Sachen da. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten. Ich hoffe, die Folge hat euch ein bisschen die Zeit vertrieben. Ihr habt Spaß gehabt und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich würde mich freuen. Bis dahin, macht's gut. Ciao.